Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion. Heute besprechen wir das Thema trennbare Verben im Perfekt. Was wirst du in dieser Lektion lernen, sind die folgenden Aspekte. Wie bildet man das Partizip 2 der trennbaren Verben? Wie bildet man Sätze mit trennbaren Verben im Perfekt? Und wie werden die trennbaren Verben im Satz gebraucht? Das Partizip 2 oder das Partizip Perfekt genannt, ist die Form des Verbs mit G gemacht. Im Satz "Ich habe gekauft", das Wort gekauft ist das Partizip 2 oder, wie gesagt, das Partizip Perfekt. Für die trennbaren Verben in der deutschen Sprache stellst du G immer zwischen das Präfix und das Verb. So haben wir die folgenden Beispiele. Zuerst das Verb wegfahren. Das ist ein trennbares Verb. Und wir können das Partizip 2 bzw. Partizip Perfekt bilden mit G zwischen dem Präfix und dem Verb. Weggefahren ist das Partizip 2. Für das Verb aussuchen, das Partizip Perfekt ist so gebildet mit G zwischen dem Präfix aus und dem Verb sucht. Und ein drittes Beispiel. Das Verb mitkommen, natürlich ein trennbares Verb, hat das Perfekt 2 mit G zwischen dem Präfix mit und dem restlichen Verb kommen.